Herzlich willkommen, das ist wahrscheinlich ein unerwartetes Video, aber ich habe mir gedacht, ihr wollt vielleicht dabei sein, nachdem die Resonanz zu den Vlogs ja ausgezeichnet waren. Wir sind an einem ganz großen Wendepunkt in meinem Leben angekommen. Seit 14 Jahren begleitet mich der Herr der Ringe und Tolkiens Welt und heute wird diese Reise zu Ende gehen. Ich bin ziemlich emotional, muss ich ganz ehrlich zugeben, meine Süße Alina und ich. Wir waren heute kurz bei Saturn und wir haben die letzte Reise in Form von Schlachter 5 Heere Extended Edition besorgt. Und wir werden sie heute... Oh, jetzt fällt sie direkt am Boden hier. Wir werden sie heute direkt anschauen. Ein Kumpel kommt noch vorbei. Und ich muss sagen, die ganze Welt von Peter Jackson und von Tolkien, die hat mich extremst geprägt und... ich bin schon emotional, weil heute werden die letzten Szenen über den Fernseher laufen. Klar, die Extended Edition sind nur 20 Minuten oder so länger, aber das ist meistens noch eine grobe Verbesserung des Films. Und ich fand den Originalfilm schon super, andere Leute fanden den ja nicht gut, ich fand den super. Und der wird noch besser werden. Und ja, ich werde euch auf jeden Fall immer wieder mal kurz dazu holen, damit ihr sehen könnt, wie es mir geht bei dieser langen Reise. Ja, wie hat es angefangen? 2001, ich habe den ersten Film im Kino gesehen. Meine damalige Freundin wollte ihn unbedingt mit mir auf Englisch sehen. Und die hatte aber keine Zeit und dann habe ich mich mit einem Kumpel ins Kino gestohlen und habe den vorher gesehen. Ja, dann 2002 die zwei Türme, 2003 die Rückkehr des Königs, natürlich alle direkt dann im Kino. Fast, ich glaube sogar 2003 habe ich in der Mitternachtspremiere gesehen. Ich habe nie dieses Triple Feature oder so gemacht, das war mir immer zu anstrengend. Ja, zwischendurch dann in den Jahren, wo keine Filme waren, dann natürlich Herr der Ringe-Tage, Hobbit-Tage. Also Hobbit-Tage gab es ja noch nicht, aber Herr der Ringe-Tage, wo wir einmal oder zweimal, glaube ich, sogar alle drei Teile in einem angeguckt haben. Ja, nachher bist du gaga, aber es ist schon richtig geil. Und einer von den Weggefährten ist hier auch regelmäßig am Kanal, der damals auch schon dabei war bei diesen Marathons. Stefan, den kennt ihr ja. Und der hat auch einige von den Filmen mit mir im Kino gesehen. Und ja, jetzt dann natürlich vor 3 Jahren, wie dann der Hobbit ins Kino kam, war ich absolut begeistert. Und jetzt nach 3 Filmen und 2 Extended Editions und der letzten Extended Edition, die jetzt heute kommt, ich freue mich schon wahnsinnig. Da muss ich sagen, ich bin echt emotional und ich bin sehr gespannt, wie es mir nach dem Film geht, wenn ich weiß, was Peter Jackson wirklich aus der Geschichte jetzt gemacht hat. Und ja, ich melde mich auf jeden Fall später wieder. Bis dann. Ja, die Mitzuschauer sind gerade eingetroffen und wir sind in großer Vorbereitung jetzt. Der eine spielt am Handy, die andere rennt durch die Wohnung und der Einzige, der wirklich aufgeregt ist, das bin ich. Und da kommt meine Süße, hallo mein Schatz. Die winkt einmal so im Hintergrund, ja. Wir werden jetzt hier gleich starten und ich hoffe, der Olli heucht nicht den ganzen Film, weil das wäre natürlich unproduktiv, dann kriege ich ja natürlich nicht mit, was die neuen Szenen sind. Bis später! Ja, wir sind kurz vorm großen Moment. Hier seht ihr im Hintergrund ist der Film. Hier ist ein Vorgeschmack auf unser Abendessen. Ja, ich krieg ja nichts, weil du ja komische Videos drehen musst. Deshalb krieg ich nichts zu essen. Ja, das ist auch ganz wichtig, damit wir endlich mit unserem Film anfangen können. Ich bin total nervös, Leute. Es wird ein geiler Film und ich melde mich zwischendurch. Bis gleich. Ciao. Ja, kurze Pipi-Pause, die wir gerade eingelegt haben. Gandalf ist gerade in der Stadt Tal eingetroffen und jetzt geht es gleich volle Kanne los mit der großen Schlacht. Und ich muss sagen, es waren ein paar neue Szenen, eine davon hat mich speziell beeindruckt. Das ist die Szene in Dol Guldur, mehr will ich auch nicht spoilern an der Stelle, fand ich total geil, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Erweiterte Szene, wo dann der Weiße Rat auftritt, total klasse. Und ich bin sehr gespannt, was da jetzt noch an neuen Szenen kommt und ja, freue mich auf die nächsten 1,5 Stunden, die dann noch kommen. Ja, dann bis später. Ja, ich habe gehört, Alina hatte im Hintergrund gewunken und jetzt gehen wir ihr mal so, damit man sie auch richtig sieht. Ich muss mal erzählen, welchem Irrtum ich unterlegen bin. Ja, also das ist natürlich peinlich vor dem Herrn, dass sie das nicht weiß. Für Alina waren Saruman und Sauron immer das Gleiche und jetzt hat sie gelernt, dass Saruman der Mann in der weißen Robe ist und Sauron dieses komische Feuerauge und ich hoffe, dass das jetzt für alle Zeit
im Gedächtnis bleibt. Und wenn ihr, alleine dafür hat sich dieses Vlog schon ausgezahlt, und wenn ihr das auch so seht, dass Frauen wissen sollten, was der Unterschied zwischen Saruman und Sauron ist, schreibt es unten in die Kommentarfunktion rein, ja? Weil ganz ehrlich, das ist für mich essentielles Wissen, so ungefähr wie, wer ist der Bundeskanzler, beziehungsweise wir haben ja aktuell eine Bundeskanzlerin hier in Deutschland, aber zu wissen, wer Saruman und wer Sauron ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das essentiell wichtig ist, oder? Ja, die Reise ist zu Ende. Ich bin sehr aufgewühlt und ich fand's echt geil. Es sind super neue Szenen dabei, sehr viel Action, und ich mag ja auch Action-Szenen. Ja, vielleicht die Stimme aus dem Hintergrund, wie fand ihr es? Super! Hammer! Das spricht für sich. Also auf jeden Fall die Extended Edition besorgen, es gibt ein paar sehr emotionale Szenen. Ich will jetzt keinen Spoilern machen, weil ich glaube, das wollt ihr auch an der Stelle nicht. Aber ich kann sagen, ich fand's super und ich find's klasse, dass ihr mich auf der Reise begleitet habt hier. Auf dem letzten Weg. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann macht ihr was? Thumbs up! Thumbs up, genau. Schreibt drunter, wie ihr es empfunden habt, als ihr den Extended-Teil der letzten, also den letzten Extended-Teil aus den 6 Filmen gesehen habt. Schreibt das unbedingt drunter, es interessiert mich. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!